So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu Dead by Daylight. Heute endlich wieder, nach langem, langem Hin und Her, endlich wieder der 2 vs. 8 Modus. Und ich habe, wie es halt anders sein sollte, einen Shadow dabei. Hi, Shadow. Hola. Es gibt drei neue Killer, die man sich aussuchen kann. Neben den ursprünglichen fünf gibt es jetzt das Gespenst, was Shadow jetzt, glaube ich, gerade spielen wird. Ich nehme den Todesboten und man hat jetzt die Fäule zur Auswahl. Finde ich mega. Ich habe noch keine Aufgabe ausgewählt. Hast du schon eine Aufgabe ausgewählt? Ach ne, habe ich noch gar nicht. Siehst du? Nein, ich wollte die als Killer. Wir machen jetzt erstmal nur eine ganz normale Killerrunde. Wollen wir einfach jetzt mal gucken, wie läuft das? Läuft's? Müssen wir jetzt wieder eine Dreiviertelstunde warten oder nee? Und es gibt vier neue Klassen, also einmal Panikmacher, Rohling, Schatten und Vollstrecker. Und je nachdem, was wir wählen, ist ja klar, hat eins davon verschiedene Auf oder Fähigkeiten. Verkürzt die Nachladezeit des Erlösers um 0,6 Sekunden. Rückziehgeschwindigkeit um 0,24 Meter pro Sekunde. Und dann so weiter und so fort. Wir sind gespannt. Wir machen, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal eine ganz normale Killerrunde. Mal gucken, wie es läuft. Ich tippe darauf, dass wir wieder eine Stunde warten müssen, bis es wieder funktioniert. Und hi Lichti, willkommen im Stream. Na, wie geht's dir? Und Shadow, man hört mich bei dir, glaube ich, ein bisschen doppelt. Dezent. Gehen und quatschen gleichzeitig. Ich kann es halt. Nicht. Irgendwie. Ja, genau. Athena, immer wieder der Wartesimulator ist wieder am Start. Ja, aber richtig. Backe, backe, Kuchen. Der Shadow hat gerufen. Dir geht's supi, das ist doch schön. Wie war dein Arbeitstag? Wer will guten Kuchen backen? Der muss haben sieben Sachen: Eier und Malz, Butter und Salz, Sieben. Milch und Mehl. Wie ging's weiter? Keine Ahnung. Man muss ja so atmen, das ist ja ekelhaft. Ja, aber ist wirklich so. Ich hab den ja nicht, ich kann das mir nicht sagen. Das klingt voll ekelhaft. Ja, genau so. Es wird langsam etwas kühl beim Arbeitsweg. Ja, das. Ja. Ist normal. Es ist Herbst. Es geht in die kalte Jahreszeit über langsam. Da muss ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn es kalt wird, es ist meine Lieblingsjahreszeit. Weil ich ohne schlechtes Gewissen mich einfach aufs Sofa knuddeln kann, mit Decke links und rechts. Mit den Katzen drumrum und ein Buch in der Hand. Das ist wunderbar. Erstmal Killer-Sound lautlos machen. Das klingt doch total erotisch, Lichti. So, weg mich, sobald es losgeht. Viele laufen schon in Wintermontur rum, ich noch in Sommerjacke. Ich habe jetzt meine Übergangsjacke tatsächlich rausgeholt. Ich bin heute in T-Shirt und kurzer Hose rumgelaufen. Ich weiß nicht, wer der Junge ist. Ich kenne ihn gar nicht. Der war plötzlich da. Hi, wenn der Junge dann plötzlich da ist. Apfelbaum. Wann kommt wieder das normale Icon-P ins Steam? Wenn die dunkle Jahreszeit rum ist. Das wird jetzt so mein dunkles Jahreszeiten-P. Apfelbaum. Oh, halt die Klappe mit deinem Kap Apfelbaum da. Apfelbaum. 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 Ich die auch gerade. Apfelbaum.
Und ich krieg morgen Buchpost des Todes auf Doom. Habe ich vorhin schon gesehen. Ich freue mich. Hier, was ihr nicht sehen könnt, ich habe ja rechts mein Laptop und links mein großen Monitor, weil ich so einen Eckschreibtisch habe. Und die Mama von meiner Peaches, also die Athene, hat sich gerade auf die rechte Seite gesprungen vom Tisch, hat sich jetzt vor die Tastatur gesetzt und guckt mit mir auf den linken Bildschirm. Total interessant gemacht bei ihr gerade. Könnten Sie bitte mal Ihren Hintern wegnehmen? Danke. Wartesimulator. Voll katzenhaft, aber richtig katzenhaft. Ach Mann, gibt mir doch endlich mal, gibt uns doch endlich bitte mal eine Runde. Vor allem dieses. Vor allem dieses nebenbei, das ist. Oh. Wir warten, wir warten und warten und warten und warten. Das ist immer so. Wir warten schon seit 5 Minuten. Ah, kommt dann. Ey, ohne Witz, da kann ich mich jetzt neu hinsetzen. Ah, ne, warte, ich muss gerade warten. So. Ohne Spaß, da könnte ich mich jetzt wirklich hier hinsetzen. Mein Buch weiterlesen, wäre wahrscheinlich dann ungefähr bei der Hälfte, bis wir hier eine Runde haben. You and me, da 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 da. Shadow, was hatten wir gerade für einen Ohrwurm? Verdammt. Verteilt Bücher. Nee, ich habe erstmal genug. 237 Bücher laut App. Ungelesen. Uah, hier Katze, hier geblieben. Verteilt noch viel mehr, wie ich anhelig die. Was machst du da, Shadow? Keine Ahnung. Ich lieg grad mit dem Bauch auf dem Sofa. Ja, man hört's. Hauszusammenbruch vor Bücher. Dann darfst du das meinem Schatz hier erklären, warum wir dann keine Wohnung machen. So, warte mal, dann machen wir nochmal Abbruch und wieder. Dann ist deine Wohnung eine Bibliothek. Nee. Da muss ich noch viel mehr Zettel schreiben und so viele. Irgendwann ist dieses Glas, was ich hier habe, auch mal voll.
You and me. Da 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 da. Die. Sorry. Ach, Mann. Da 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 da. Was machst du denn gerade so schönes Lichti? Shadow, du schläfst jetzt ja aber hier nicht ein, ne? Ich habe bei PC gesagt, dass er was rendern soll an Videos und ich bin am Überlegen, was ich zu Abend erst machen soll. Und was gibt's denn zur Auswahl oder was steht denn zur Auswahl? Wobei wir jetzt gerade mal hier dabei sind, zeige ich jetzt einfach mal. So, also wie gesagt, es gibt Änderungen. Der Generatoren sind nur zu sehen, wenn du dich in der Nähe befindest oder sie von mindestens zwei Überlebenden repariert werden. Wenn du ein Überleben aus der Ferne aufhebst, wird in einem Käfig des Verderbens geschickt. Wird ein Generator beschädigt, werden die Augen aller nahen Überlebenden angezeigt. Das könnte echt interessant werden. Beginnt so eine Jagd auf einen Überlebenden, wird deinem Teammitglied seine Aura angezeigt. Wird ein Generator fertiggestellt, werden dir die Augen allen Überlebenden sichtbar, die noch nicht im Käfig waren. Das ist echt. Änderung für Überlebende. Deine Teamfähigkeit kann für zusätzliche Effekte aktiviert werden. Wird ein Überlebender aus dem Käfig befreit, wird die Abklingzeit der Teamfähigkeit verringert. Wenn du ohne Hilfe aus dem Todesschatz erhoben. Wenn du dich ohne Hilfe aus dem Todesschatz erholst, wird deine aufgeladene Teamfähigkeit verbraucht. Jede Überlebendenklasse erhält eine freischaltbare Fähigkeit, nachdem sie zum ersten Mal im Käfig war. Gut, das ist klar. Die Geschwindigkeit beim Retten eines Überlebenden aus dem Käfig wird erhöht, wenn ein Killer in der Nähe ist. Die Reparaturgeschwindigkeit für Generatoren wird leicht erhöht oder verringert, wenn ein Überlebender in einem Käfig des Verderbens geschickt wird. Ein Generator fertiggestellt. Oh, das ist böse. Das ist echt böse. So, dann gibt's hier wieder. Oh, der Banner ist hübsch. Ohne Scheiß. Der Banner ist hübsch. Es gibt wieder einen separaten Shop. Winky, Dipsy. Lala. Po. winky. Linsen, Bohnen, Eier, Nudis, Reis. Ich bin für Omelette, wenn das geht. Ich bin für Hühnerfrikassee. Oh, da bin ich aufhören. Oh, hab ich Bock drauf. Oh. Oh. Und dann gibt es halt wieder neue Aufgaben. 13 Tage geht das jetzt. Genau, habt ihr erstmal die Aufgaben wieder. Also hier zum Beispiel verdiene dir 50.000 Blutpunkte. Dann kriegst du erstmal wieder ein paar Sphären und dann in 7 Tagen wird der nächste Punkt freigeschaltet und dann ist go, genau. Omelette, geht das? Also richtig, wenn das geht, dann wäre ich doch eher für das Omelette. Und ohne Witz, wenn das so weitergeht, können wir uns gleich im Shop noch die Kiste abholen. Ey, wo wir den Stream gestartet haben, oder wo ich das erste Mal geguckt habe, waren es noch 45 Minuten, jetzt sind es so noch 18. Alter, und das ist noch nicht lange her. Oh, meine Herren, oh, meine Herren.
You and me. Ja, ich war. Oh, ich würde so Meyers feiern in dem. Heißt das jetzt ja oder eher nie? Wie lange geht mit dem Spiel, bis wir sagen, wir gehen jetzt in die Survivor-Runde? 5 Minuten. Okay. Oder sag mal noch bis 50, das sind 8 Minuten. Wenn sich da noch nichts getan hat, wechseln wir. Okay? Ja. Okay. Ja, ne, warum? Aber Omelette ist leckerlich, die. Oder du machst Nudis. Das geht natürlich auch. You and me. Dam, dam, dam. Dam, 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 dam. Alter, das ist ätzend. Ich die, warum kein Omelette, wenn ich fragen darf? Und jetzt ist es wahrscheinlich gleich wieder so. Dann kriegen wir eine Runde und dann hat Shadow einen Verbindungsabbruch. You and me. Ich hab aktuell keine Lust auf Omelette. Alter, wie kann man keine Lust auf Omelette haben? You and me. Aber Omelette geht immer. Ich glaube, deinem Magen ist das egal, ob, was es da reinkommt. Hauptsache, es kommt was rein. You and me, da-da. Da hab ich ein scheiß Ohr mal von diesem Lied, ey. Genau, das war der Ohrwurm. Also Reis mag er gar nicht, das stößt. Oder du machst Milchreis, das ist wieder was. Hier, Shadow, das wird nichts. Wollen wir wechseln? Shadow! Ja, komm. Pass auf, okay. Und jetzt kriegst du eine Solo-Runde. Dann lache ich aber. Also ihr Lieben, es hat sich nichts geändert. Wir suchen immer noch tot. Ach komm schon, Spiel.
Ich hänge gerade im Spiel fest. Jetzt. Ne, Milch ist sogar schlimmer. Okay. Also wie gesagt, die Killerrunden, wenn ihr warten wollt, viel Spaß. Ja, wir werden höchstwahrscheinlich jetzt 2-3 Runden so spielen und dann nochmal probieren, weil ja, wahrscheinlich. Anin, es sind noch nicht alle von der Arbeit wieder da. Genau, so Shadow, come to me. Kleiner Shadow. Come on my way. Come on my way. Aber mich geht literweise. Hä? Dein Körper ist komisch, richtig. So, was haben wir hier? Achso, weil Lichti komisch ist. Sowas als was müssen wir spielen? Als. Ich habe noch keine Aufgabe ausgelöst. So, das ist vollkommen egal. Ich nehme jetzt einfach mal Fluchtprofi, keine Ahnung. Enthüllt. Die auch in der Palette. Oh ja, das ist gut. So, Shadow. Alles klar. Jetzt suchen wir auch wieder wahrscheinlich uns zum und dem nicht. Oh, Alter. Wenn wir uns jetzt wieder dumm und dämlich suchen, ne, dann ist echt. Seit wann ist denn der Modus eigentlich jetzt aktiv? Weil normalerweise sagt man ja immer so ab 17 Uhr. Aber anscheinend ist das ja schon ein bisschen früher losgegangen, wa? Leckt mich am Ärmel. Was denn? Nicht. Was knurrt? Ach, stimmt, wir haben ja auch keine Sunny-Kästen oder sonst irgendwas. Warum? Hör auf. Boah, ist das ekelhaft. Shadow. Also. Ja. Schluss jetzt. Was ist mit dir? Was? Hör auf, hier rumzuknurren. Start, zack. Wir haben sogar ein Bot im Team. 2 Bots. Nö, ne, warum? Nee. Hä? Jeff Johansen. Das ist da aber muss nicht unbedingt ein Bot sein. Das muss nicht unbedingt ein Bot sein, du Nase. So, unsere erste Runde, Shadow, unsere erste Runde. Entschuldigung. Entschuldigung, ich liebe diesen Modus. Er macht so Spaß und es ist traurig, dass man so als Killer so lange warten muss. Ich glaube, wenn sie den mal ein bisschen länger drin lassen würde, nicht jetzt gerade so zeitlich begrenzt, ich sag mal so 2-3 Wochen vielleicht. Ich glaube dann. Das sind 2 Wochen. Ja, oder ein bisschen länger, je nachdem. Ich glaube, dann hätte man auch so allgemein so ein bisschen die Chance, da irgendwie mal Killerrunden zu machen. Und es ist ja auch für viele. Die nutzen ja auch diese Sessions, ja, also diesen Modus, um den Killer besser oder um den Killer zu lernen. Das ist ja auch schon vorgekommen. So, das. Oh Gott. Okay. Ganz komisch auf einmal. Ich habe vorhin Monster Hunter gespielt. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Und jetzt auf einmal von hier, von da auf hier zu switchen. You and me. Ach, jetzt scheiße, jetzt kannst du ja wieder Bumm machen. Also Kontenance. Bro. Ey. Wer ist es denn? Ein Todesbote, mit dem ich mich angefreundet habe. Also ich habe mich mit ihm angefreundet. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Die erste Runde schon und Shadow hat schon einen neuen Freund. Und das ist
Geist noch. Ey, hi. Aber du hast dich ja mit ihm angefreundet. Nee, der Geist hat mich niedergestreckt. Ach, die müssen jetzt einen aufheben, oder was? Wie hab ich davon vorgelesen? Interesting. Ich lese mal nicht den einen Namen von dem anderen Spieler vor. Von der einen Yui. Choke me. Du hast gerade gesagt, du wirst dich's vorlesen, du Hammel. Ich könnte einen Reparaturbonus aktivieren. Übrigens, morgen werden die überlebenden Klassen zurückgesetzt, ne? Na, hui. Ich hab es nicht geschafft auf Dings. Oh, Jeff, was willst du denn? Geh mir nicht auf den Sack. Come on, get. Boom, genau richtig. Also der Todesbote lässt mich komplett in Ruhe. Mein Bein juckt gerade ganz ekelhaft. Das ist echt ein bisschen. So. Genau, und wieder 8 Generatoren. Ich fühle mich so schmutzig. Warum fühlst du dich schmutzig? Weil ich mit dem Todesbote teame. Hey. Das macht man nicht. Aua! Ah. Au! Oh. Schatzi! Kann fluchen, okay. Willkommen im Stream und halt Dragon Girl auch dir. Willkommen im Stream. Wirklichkeit schaltet für Selbstschutz frei, damit kannst du den. Ah! Cool. Bitte, bitte heilen. Danke. Also ich. Was nein, es steht. Kaum kommt man in den Stream, schon wird geflucht. So kann das nicht. Hä? Wurde doch gar nicht geflucht, oder? Habe ich geflucht? Habe ich gerade geflucht? Nicht. Nein, hast du nicht. Ich habe nicht geflucht. Oder doch? Also ich nicht. Ach, der. Was machst du denn? Wo ist der Todesbote? Der einzige, der mich niederschlägt, ist das Gespenst. Nicht das Gespenst, der Geist. Hab ich okay, sorry. Ich werde meinen Shadow retten. Kämpfen. Warte, ich werde dich retten. Okay, sorry. Na super, ich kann dich leider gerade nie heilen. Ja, da wird mich nicht raustunneln, oder? Ja, Wörter, ja komm, slap me. Ach, oh, du bist so ein elendiger Penner. Dragon Girl, wie geht's dir? Hatte ich gerade, glaube ich, schon gefragt. Willkommen im 2-8 Modus. Wir haben gerade schon knapp eine halbe Stunde damit verblempert, als Killer in eine Runde zu kommen, ist mal wieder unmöglich. Der Todesbote, nein, hier, der Geist. Hä, wo kommt der denn jetzt her? Aua! Aua, 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 aua. Wer mitmachen möchte, ist jetzt dazu eingeladen, mitzuspielen. Wie gesagt, man kann ja bis zu 8 jetzt spielen. Moment, ich lese gleich. Moment. Ah, ich glaube, stimmt, ich kann mich ja selbst heilen. Hey, was ist das jetzt? Okay. Und er hängt schon wieder beim. Ja, hör doch bitte auf zu tunneln, bitte.
Alles klar, Schatz. Bis gleich. So. Wir haben mega kaputt. Moment. Mega kaputt vom Tag. Heute war Hektik und Straßburg. Wussten teilweise gar nicht mehr, wo oben und unten waren. Hätten uns am besten 10 mal müssen. Ach du meine Güte. Dann erhol dich jetzt schön. Das ist jetzt schön gemacht, die Tabelle. Ach, ich bin schon zurück zur Lobby. Also die Tabelle ist echt schön gemacht gerade. So, viel Spaß im Lurk, Noms, beim Noms suchen. Genau, und ich die ist auch am Lurk. Auch dir vielen, vielen Dank. Also wie gesagt, wer mitmachen möchte, sagt Bescheid. Wir haben... Platz. Wir haben noch Platz für... Nee. Wir haben noch Platz für 6 Leute. Ich nix Mathe. Du nix Mathe? Nee. Mathe hat mich heute so gepiept. Yep. Alter, sieht dieses Knuddelkrähe geil aus. Was, die Knuddelkrähe? Ja, bei der Sammlung. Beim Immunos 2 bis 8, da kann man die Knuddelkrähe freischalten. Die Knuddelkrähe. Guck dir das Emblem mal an. Ein King Kaktus. Schön. Das kann jetzt noch Katastrophe werden. Run, boy, run. Da 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 da. One by one. Ja, ich bin noch Fluchtprofi geworden. Ach stimmt, das wurde dann wieder so begrenzt, ne? Aber da haben teilweise nicht das gemacht, was sie machen sollen, wodurch die Marktleitung schlecht gelaunt war. Meine zwei Zubis, die ich seit gestern unter meine Fittiche habe, habe ich nie das gemacht, was ich gesagt habe und kam mit jedem Kunden zu mir, weil die beiden kaum Deutsch sprechen, stehen und haben 1000 Aufgaben gleichzeitig bekommen. Ach du Scheiße. Warum hast du denn jetzt zwei Azubis unter deiner Fittiche? Ich meine, du bist doch im ersten Ausbildungsjahr, oder nicht? Wer? Tekken Girl. Also ich jetzt mal ein Vergleich, jetzt ist jetzt nicht böse gemeint, bei mir im Vergleich, ich durfte erst im zweiten Jahr die unteren Azubis betreuen. Betreuen, in Anführungszeichen. Habe ich gerade die Handtus gehört? So, erste Aufgabe ist fertig. Bin ich und frag mich nicht, ich habe die gestern bekommen. Okay, weil wie gesagt, du bist ja eigentlich selber erst und musst ja angelernt werden. So in dem Sinne. Deswegen. Deswegen wundert es mich jetzt gerade ein bisschen. Oh Gott. Was ist es denn noch? Also ich sehe nur die Hand los. Gespenst. Ich höre diese Fähigkeit von mir. Nein, jetzt habe ich den Gen geknallt. Hört auf, Gen zu machen. Wir sind gefährdet. Ich bin nicht gefährdet. Uah,
wow, jetzt habe ich mir beinahe eingemacht. Mein Gott. Nein, warum kann ich nicht laufen? Ich kann nicht laufen. Ich konnte gerade nicht laufen. Jetzt. Hä, was war das denn? Lauf einfach. Was du das jetzt gerade nämlich gesaved hat? Nee. Ja. Ich konnte gerade nicht laufen. Ich konnte gerade nicht auf Shadow, danke. Ich konnte gerade echt nicht laufen. Das war gerade echt ekelhaft. Das sagt man nicht. Ach, ich leg zurück. Danke dafür, Spiel, dass ich zurücklege. Komm, du hinkst das erste Mal jetzt. Hi, Gizmo. Ich kann mich jetzt selbst heilen. Ich mich noch nicht, weil ich noch nicht hing. Warte, ich bin bei denen. Oh nein! Ach, könnt ihr euch jetzt wieder von A nach B schicken? Ja, natürlich hast du mich jetzt gerade gesehen. Natürlich! Alter, wie es austickt. Nein! Mates, ich bin hier am Hängen. Ja, okay, danke dafür. Ich werde dich retten! Und jetzt wird die andere mich holen. So, aber hätte sie erschlagen können, habt ihr ja eigentlich viel Geduld, aber die war heute vorbei. Beide sind in Feierabend gegangen, ohne ihre Arbeit zu beenden. Der eine hat mich angelogen bezüglich dessen, dass er die Ware gepackt hat, obwohl er es nicht getan hatte. Dann hat die Rasse nicht in die Kiste geräumt, was ich dann machen musste, obwohl ich eigentlich Amt hatte. Und sie tun oft das Gegenteil von dem, was sie tun sollen, weil die es nicht verstehen. Ja gut. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Shadow, du hängst ja schon wieder. Was machst du denn da hinten? Ich werde rausgetunnelt, weil ich beide gerade geloopt habe. Hast du geholt? Ich sehe es nicht. Ja, hier, drei Leute. Oh, vier Leute. Nein! Ach Mist! Ah, verdammt! Ach. Blumenkübel. Erdenkasten. Blumenkübelkasten. Erde. Des Todes. Die ist noch nicht voll geheilt. Die können. Hä? Warum? Hä, was hat das denn jetzt gerade? Die können auch keinen Kunden helfen, weil die nicht verstehen, was sie wollen. Die kommen mit den Kunden dann zu mir. Jetzt ohne es böse zu meinen. Es ist wirklich nicht böse gemeint.
Aber wenn die einen nicht da nicht verstehen, dann sind die vielleicht in einem falschen Betrieb unterwegs. Oder für in der falschen Richtung. Ist nicht, wie gesagt, es ist nicht böse gemeint. Gibt es jetzt drei Ausgänge? Aua! Oh mein Gott! Ja, okay, für den Metal. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Warum ist das Tor nicht offen? Weil ich dran bin, es zu öffnen. Ja, geil. Belly, komm noch mal zu dem einen Tor zurück. Nee. Wo du gerade hingegangen bist. Nee. Das ist jetzt gleich offen. Ja, ich bin jetzt aber wieder bei dem anderen Tor, was offen ist. Wie sieht's aus, Shadow? Du kannst rausgehen. Ich kann raus. Ja, ich gehe jetzt auch raus. Ich habe auch keine Ahnung, warum die bei uns arbeiten. Also wie gesagt, das soll jetzt nicht böse sein, nur wenn die halt das unsere Sprache ist ja nun mal schwer, ist nun mal eine schwere Sprache. Und wenn die da das nicht verstehen, dann vielleicht in einem anderen Bereich irgendwie. Ich war der zweitbeste im Match. Ich war der zweite. Hä? Nein. Von den Survivors. Ja, gut, von den Survivors. Das hast du jetzt nicht gesagt. Insgesamt bin ich der drittbeste gewesen. Einfach nur mega anstrengend, alle Aufgaben zu erfüllen, die eigentlich in der Zeit kaum möglich waren und gleichzeitig noch die beiden zu betreuen. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Elf Seiten und ich bin mit der sechsten durch jetzt. Nee, Quatsch, mit der sechsten habe ich gerade angefangen. Wollen wir nochmal Killer probieren? Gut. Wir probieren noch mal Killer, in der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Wenn nicht, ich glaube, ich kann währenddessen meine Katzen füttern gehen. Obwohl, ist noch ein bisschen zu früh. Habt ihr Hunger? Kann ich euch jetzt füttern gehen währenddessen? Ja. Ich glaube auch. Also ihr Lieben, Shadow macht ganz kurz Alleinunterhaltung. Ich gehe nur kurz. Ich gehe kurz meine Tierchen füttern und bin dann ein paar Minuten wieder da. Bis gleich. Also Shadow macht kurz Unterhaltung, ja? Alles klar.
Alexa, Tisch an. So, jetzt bin ich wieder da und es funktioniert wohl immer noch nicht. Shadow, bist du jetzt rein zufällig da? Nee. Lass uns mal wieder zu Survivor wechseln, das, sonst werden wir ja blöd hier. Ist ja furchtbar. So, Donnerstag habe ich erstmal ein Gespräch mit meiner Marktleitung und den beiden über ihr Verhalten heute. Oh, da bin ich mal gespannt. Würde ich aber auch machen, ganz ehrlich. Was ist los, Shadow? Erzähl mir dein Leid. Und ihr macht das so unendlich lange. Ich bin schon lange auch raus aus dem Suchen, ne? Ich gehe jetzt gerade wieder zu Survivor.
mache jetzt beinahe ist auch nicht ein, ihr Verhalten auf mich zu nehmen. Würde ich auch nicht tun. Hm? Obwohl sich die, die Marktleitung sich auch wieder ganz einfach machen kann, indem sie sagt, indem sie sagt, ja, du bist aber für die zwei verantwortlich. Wir probieren jetzt nochmal die Tage, Shadow. Hm? So ist meine Magda zum Glück nicht. Na, hast du Glück gehabt. Hm? Falls ihr jetzt im Hintergrund ihr übertriebenes Mauzen hören solltet, das ist mein kleiner Kater, der muss aktuell getrennt von seinen Weibern sitzen und fressen. Und er ist jetzt fertig, seine Damen aber nicht, und jetzt weint er rum, weil er nichts zu fressen kriegt von, weil er nichts von den anderen zum Fressen kriegt oder abkriegt. Da ist einer Ghostface. Na du? Gizmo? Hm? Ja, ich weiß, es ist ganz furchtbar für dich, dass du bei deinen Weibern nichts Futter, kein Futter klauen kannst. Apropos Essen, muss mir auch mal was machen. Hast du nichts gegessen, dann solltest du das tun. Gizmo. Geh los, Shadow. Also, wo ich schon seit 4 wach bin. Na, geil. Gespenst und Deslinger. Aua. Oh, wow. Mama. Ja, wie gesagt, es tut mir echt leid gerade. Er muss da jetzt mal die 2 Minuten, die er da noch hat, mal durch. Gizmo. Hey. Ach, du bist er. Ich war, hä? Hast du gesagt, wann hast du den Charakter gewechselt? Dankeschön. Aua, warum schlägst du mich? Hier ist ein Jen. Affe. Ich hasse diesen Effekt. Was? Ja, die sehen uns, wenn wir einen Gen machen. Für 12 Sekunden oder so. Komm, trau dich. Ach, meine Fresse, gehst du mir auf den Sack? Ich hab diesen Scheiß! Jane, die scheiß Palette gedroppt. Shadow rastet schon wieder aus.
Oh, Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Gizmo. So, einmal Vittorio. Servus. Einmal die. Alter. Habt ihr es, Mates? Nee. Okay, dann klaut mir euch meine Chance. Komm. Hast du ihm gerade die Palette auf den Kopf gehauen? Und geblendet, ja. Nicht euer Ernst. Habt Noms und so mal eine Frage am Rande. Wer hat dir ins Hirn gepufft? 26 TikTok-Nachrichten. Oh. Hoppasasa. Entschuldigung. Mehr kann ich den Mate jetzt nicht rausschlagen. Ich habe gerade den Killern so die Chance genommen für den Kill. Du bist schon manchmal echt ein kleines Schmiststück. Manchmal aber nur. Ich brauche Heilung, sonst geht's nicht weiter. Melli. Hi. Den müssen wir heilen. Die Vittorio. Ja. Ja. Schön. Dank für nichts und viel. Hä, du bist doch gefertigt geheilt. Was willst du denn? Ich hatte noch der hat seine Fähigkeit aktiviert. Der hat die Fähigkeit zu heilen und da bist du glaube 50% mehr geheilt. Oder bist du vor schon 50% mehr geheilt, schneller geheilt, mehr geheilt? Ich weiß doch auch nicht. Hier, heil du mal. Wenn ich gleich von dem Spieler hier weggeruppt werde, ist es nicht meine Schuld. Nee, noch nicht. Holt ihn einer? Ich hol den anderen. Welchen anderen? Du, wo ist denn der Vittorio? Oh, scheiße. Fuck. Kann ich nichts machen? Nein, kannst du auch nicht. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Ach nein, da war Vittorio. Tatakai. Er wird geholt. Harikiri! Das andere Tor. Servus, tschüss. Shadow, geh raus. Hier, du kleiner Jammerlappen. Gut, dass guck mal, deine Mädels sitzen auch schon da. Die warten auf dich. Ich wollte gerade sagen, Ghostface wird nicht rauskommen.
Schatzi, was gibt's immer dir zum Namsen eigentlich? Hm? Schatzi hat gerade gesagt, er hat Noms. Lasse Paletten fallen, wenn du vom Killer gejagt wirst. Dreimal. Also bei meinem Versuch habe ich den Killer die Palette über den Kopf gehauen und geblendet. Und beim Flashlight Safe habe ich den Vittorio vor dem Dead on Hook gerettet. Sonst wäre er ja gerade tot. Na, er war ja auch tot. Im Endeffekt. Er war am Ende tot. Er war tot? Ja. Aber wen habe ich dann noch den Arsch gerettet? Also, ein Killer hatte ich auf mich genommen. Alles klar. Kohle. Instant-Nudeln mit Würstchen. Ja, ich bin gerade am Essen. Ich hatte jetzt gerade die Tiere gefüttert. Hab nebenbei noch was zu essen gemacht. Aua! Fäule! Und Gespenst! Aua! Aua! Ich bin ein kleines Pichu, ein kleines Pichu. Gib mir noch mal die Taschenlampe. Bitte. Oh. Wow, danke. Also ich weiß nicht, wer das hier ist. Ich gehe mal davon aus, es ist die Yellow Sun Glasses, die heilt nicht. Die rettet nur, aber heilt nicht. Oh, Darien Shadow. Ich hab was Lustiges gekriegt. Was denn? Taschenlampe. Nein, leider nicht. Ein Schlüssel für die Luke. Nein. Ein geilen Werkzeugkasten. Komm her. Ziemlich guten sogar. Ich bin ein kleines Pichu. Ein kleines Pichu. Siehst du, ich reveal ja die Killer, ne? Ups. Au. Entschuldigung. Mehr, wenn du das sagst. So, wir haben schon zwei Dead on Hook und wir haben gerade mal einen zweiten Generator fertig. Alter, das ist traurig. Die stellen sich auch dämlich an, die Mates. Ach, sieht man doch. Komm, ach, na. Hölle, nein. Ey. Oh Gott. Was ist denn das für eine komische Runde hier?
Oh, verpiss dich, Blight! Oh. So eine... Hier ist nix. Nein. Aua. Warum hat das eine Mal nicht gezählt? Das ist nicht lustig. Mein Gott, Sable, du kleines geiles Stück DNA. Ja, doch gezählt gehabt, okay. Alter. Nee, hat schon. Oh Mann. So, tschüss, Shadow. Ich esse jetzt meine Chips oben in der Hölle, unten in der Hölle. Ey, Gottes. Das ist mein kleiner Schatten, das ist mein kleiner Schatten. Stirb. Danke, Schatzi. Ich glaube, unsere Mates nehmen den Spruch, wir schmeißen uns den Killer an den Hals, ein bisschen zu genau. Du bist wie immer sehr flauschig zu mir. Oh. Lauf, Shadow! Lauf, Schlampe, lauf! Du hast beide erwischt! Respekt. Oh, 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 oh. Muss er nicht erst gegen die Wand? Nein. Shadow, Respekt. Fuck you. Guck mal. Was du deinem Geld und dir gemacht hast. Ha, 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 ha. Voll in die Fresse. Aber beide, ey. Vor allem die hauen mich, da müssen sie auch damit rechnen, dass sie auch eine zurückkriegen. Respekt, Shadow. Gut, Krähenstör, das ist jetzt nicht so schwer. Rettet bei
schaffe als Überlebender oder Killer insgesamt 4-mal folgendes: Rette Überlebende, sicher vom Haken, okay. Und danach habe ich schon. Kuschelige Dinger. Okay. Und wir haben ein neues Schwert für den Ritter. Das sieht schick aus. Nein, ich hab's noch nicht. Was hast du denn noch nicht? Mir fehlen nur noch 30 Aura-Zellen, dann habe ich mein Bello. Echt jetzt? Ja. So, jetzt mal ganz kurze Frage. Es wurde was am 8.11. versendet. Gut, es war jetzt auch das Wochenende dazwischen. Müsste sich da nicht eigentlich längst irgendwie mal posttechnisch was getan haben? Ist es schließlich Dienstag? Ja. Ich schick dir mal kurz auf was auf WhatsApp. Das hat meine Mutter irgendwie, glaube ich, geholt. Okay. Pfirsich, gebrannter Mandel, Maracuja, Pfirsich, Apfel, Mango, Schneebohne, Kirsche, Marzipan, Zimtstern, Orange, Spekulatiusgeschmack, Winterpunsch, Zimtschnecke, Apfelstrudel, also Bratapfel und süße Kirsche. Geil. Geil. Und das passiert genau dann, wenn ich nicht zu Hause bin, weißt du? Als ob deine Mama jetzt das alles wegtrinkt, während du bei deinen Großeltern bist. Ich bin wahrscheinlich länger als die Woche da. Das selbst das trinkt, das schafft sie nicht, alles wegzutrinken. Wir sind 5 Leute in einem Haushalt. Ja, ohne mich, gut, dann könnt. Ja, gut, ja. Dann. Ja. Vor allem aber wie meine gesagt. Schwester, die trinkt um die 4 Beutel oder so am Tag. Müsste sich da nicht eigentlich irgendwie was buchtechnisch oder posttechnisch getan haben? Nein. Eigentlich ja schon. Ich hoffe mal die Nachricht, komm mal ans Fenster. Nö, jetzt nicht mehr. Ja, Schrottplatz. Kann ich das noch einmal kriegen? Was? Beiden Killern eine überzubraten. Ja, das sah echt gut aus. Das Hand das klippen. Das kommt, das schneide ich später raus. Das suche ich später raus. Das ist der echte Lien, den ich gespielt habe in den 5 Sekunden. Okay, jetzt geht's los. Okay, es ist egal, ob ich mich verstecke. Ist man ja schon fertig? Echt jetzt? Oh, hi. Was du wolltest vom letzten Mal noch so viel raussuchen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Bringen wir die. Aber sind wir mal ehrlich, die Sachen finde ich glaube ich nicht mehr. Aber das definitiv. Schrottplatz ist eigentlich. Oh shit! Was? Hä? Ich kann Paletten wieder reparieren? Ja, anscheinend schon. Och, nö. Warum so eine coole Fähigkeit? Hast du eben schon gemacht. Was ist mit dir los? Killerbetäubung. Nur ein oder wieder beide? Ein nur. Scheiße. Ich hab Sparky Zero gespielt. Ich weiß, was es heißt,
weiß nicht, ich Full Kaufe. Die Palette wollte ich gar nicht droppen, aber passt schon. Janni! Achso, umgefallene Paletten kann ich wieder aufsetzen. Na, ich weiß. Aber eine habe ich gerade repariert, die schon kaputt getreten war. Ah. You and me belong together. Da, 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 da. Ausgerechnet, jetzt wird so ein junger Loop-Gott aus mir. Ein junger Loop-Gott? Oh, wie sie alle auf mich zugerannt kommen. Nein, der Kill, die müssen nur mal einmal Rundumschläge tun. Komm. Komm. Get me, get me. Touch me, touch me. Aua. I wanna feel the pain in the ass. Ach, genau. Haha, haha, haha. Heile Gizmo. Ich sag's jetzt schon mal am 9. Dezember. Am 9. Dezember wird es keinen Stream geben. Weil mein kleiner Gizmo kastriert wird operativ und dann, was verliert. Operativ was verliert und er da pure Mama-Pflege braucht. Und weil ich da immer so nerviges Frack bin, kommt da kein Stream an dem Tag. Reicht dir die Palette nicht schon? Gespenst. Geist. Was denn nun? Gespenst? Geist? Geist. Operativ was entfernt bekommt. Mein armer kleiner Gizmo. Halt noch komplizierter Mate. Oh, yo, verpiss dich. Hätte ich locker gesehen, oder? Ja, hat sie. Oh, Alter. Nein. Ach. Hier, Gizmo, beweg mal dein Bein bitte. Ach genau, jetzt hat er mich zum ersten Mal gekickt. Servus! Hier Shadow, du musst mir nicht immer nachmachen, zum Teufel. Zum Teufel, ja! Wurdest du gerettet, ja? So, wo bist du? Nee, das bist du nicht. Shadow, wo bist du? Gleich tot. Einer ist schon tot. Ja, jetzt gerade gestorben. Ich brauche eine verdammte Taschenlampe. Sieht für mich heute so stressig aus. Der ist eigentlich ganz entspannt, auch wenn es gerade ein bisschen holprig aussieht. Na, Nurse. Jetzt wird's lustig. Oh, warte mal. Die haben ihre Taktik übrigens geändert. Der Geist schlägt zu und die Nurse, würde ich gerade sagen. Und die Hand wird
Wirf. Erledige den Rest. Also Schatzi, musst du entscheiden, ob du mitmachen willst. Du kannst auch einfach nur in den Voice kommen, wenn du möchtest. Das ist vollkommen dir überlassen. Du kannst auch wieder mit Unterhaltung mitmachen, wenn du möchtest. Das ist vollkommen dir überlassen. So, der ist fertig. Ersten Mate gerettet. Wahrscheinlich wird das auch der letzte sein, den ich rette. Oh, oh, Lightborn dabei oder so. Geht doch gar nicht. Als Passivfähigkeit gibt's das schon. Gibt's das als Passivfähigkeit? Ich hab keine Ahnung. Wo bist denn du, Shadow? Gleich tot. Das sagst du schon in einer gefühlten halben Stunde. Okay. Ich konnte aber den Mate retten. Ich werde dich hassen. Und durch mein Opfer sind die Tore offen. Noch nicht. Ich wusste schon immer, ich bin ein Schlüsselelement. Du bist ein Elite-Schatten. Verpiss dich! Aua! Schmeiß die Palette um. Scheiße, zu spät. Nein! Ich will nicht sterben, Mama! Schmeiß um! Schmeiß um das Ding! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich will Mami! Schildet dich! Ich geh jetzt einfach raus! Oh, ah. Oh mein Gott! You and me! Kann man sich jetzt nicht anzeigen lassen, die Leute? Ich wollte gerade sagen. Ja, zuschauen. Nein, ich wollte auf das Killer-Profil. Wenn ich genau klopp, bleibt nur ein Chat. War alles aber klar. Schön, dieser doppelte Killer. Der Handus, die Handus ist ein Deutscher gewesen. Alles gut, Schatzi. Alles gut, entspann dich. Guck uns beim Versagen zu. Und lach dir ein Übel ab, oder? Ja, das auch. Hunter, wie geht ein mächtiges Scepter? Was? Wollen wir noch mal Killer probieren? Ja. Wir jetzt vielleicht eine Killerrunde kriegen. Ja, okay, können wir probieren, aber was war das gerade? Was meinst du? Egal. Hä? Was meinst du? Egal. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Ich hab nur was vernommen. Ich hab nur was gehört. Ich weiß nicht. Bei mir war es wahrscheinlich nicht. Beim Versagen schaue ich euch auch zu, wenn ihr nicht spielt. Oh, wow! Alter, du Arsch. Du Arschloch. Hier ist alles super. So, ich glaube aber, ich komme jetzt zu dir in die Partie, weil ich glaube, wenn du der Host bist, ist es besser, weil wir da schneller eine Runde finden. So, komme ich jetzt bei dir in die Runde oder nicht? Du hast mich eingeladen. Ich bin auch beigetreten, aber irgendwie. Alter, du musst ja so. Irgendwie klappt das nicht, oder? Hier, komm. Jetzt schickt er auch gar keine Einladung mehr raus. Oh, Leute. Gruppe beigetreten. Hä?
Okay. Bisschen meiner Lob. Nein. Also bei meiner laut meiner. Ah, jetzt, okay. Okay, es dauert. Bei mir nicht. So, jetzt. Jetzt. Aber ich nehme jetzt doch und mein Bärchen. Wo ist mein Bärchen? Doch, mein Bärchen. Da müssen wir nochmal nicht bereit drücken und jetzt wieder bereit. It's a wonderful day to have fun. It's a wonderful day to have fun. Bam. You and me. Müsst ihr mal eine Aufgabe mal aussuchen. You and me. Was nehme ich denn? Was nimmst denn du? Shadow. Ich hab wohl Strecker genommen, will ich mal ausprobieren. Okay. In dem 2 vs 8 Modus gibt es nur die aktuell als Killer. Der Rest ist nicht für den Modus verfügbar. Deswegen hast du definitiv gerade mehr Killer als ich, Schatzi. Was mehr Killer? Nein, weil er gerade geschrieben hat, habe ich mehr Killer wie du. Und im normalen Modus hast du alle Killer freigeschaltet, aber im 2 vs 8 Modus sind halt nur diese 8 aktuell. Also du hast Panikmacher, da gut, dann nehme ich. Was nehme ich denn da? Ich habe keinen Panikmacher, ich bin die Panik. Ich glaube, ich nehme den. Dann nehme ich den Schatten. Oh. Sie spielt mich. Oh, ein bisschen kann ich mich gegen die Heizung lehnen. Es ist schön warm. Oh, ich nicht. Ich bei nicht. Bei dir ist, glaube ich, das Einzige, was man hört. Ja. Es flutet. Alles klar. Ach komm schon. Das kann doch echt nicht sein. Haben die denn nichts daraus gelernt? Na gut, die lernen sowieso nichts mehr daraus, aber trotzdem. Ja, wo ist meine. Warum ist Shadow schon wieder so leise im Stream? So. Shadowline, du kleiner Schatten, da 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 da. Da 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 da. Mal gucken. Ich bin gerade mal Gold 3, das geht ja mal gar nicht. Fängt der damit an. Warte mal, wie kriegst du denn diese? Okay, das kriegst du freigeschaltet. So, na, den Rest, ach, der Rest kommt wahrscheinlich danach irgendwie. Halt! Ach, hier, Shadow, vergiss nicht, dein im Shop das Ding abzuholen. Die Kiste. Jo.
Letzte Pyjama-Party. Sie wusste, dass ihre erste Pyjama-Party auch ihre letzte sein würde. Die anderen Jugendlichen gaben mir das Gefühl, dass sie nicht dazugehörte. Oh, wie nett. Oh, das ist doch... Ja, ich weiß, dass sie nicht dazugehörig ist, Mensch. Oh, Entschuldigung. Ein laufendes Gummibärchen. Ein wackelndes Gummibärchen, so. Und Schatzi, was machst du gerade Schönes? Ich frag nochmal. Was hast du denn? Was machst du Schönes? Oh Gott. Also ohne Witz, in der Zeit, wo ich hier warte, könnte ich echt mit meinem Buch fertig werden, gefühlt. Ist nicht Jugendfrei. Perversling. Was ist denn hier nur los? Der Shadowboss mal groß. Was? Warum? Einfach nur so, wenn du sagst, es ist nicht jugendfrei. Es ist echt traurig, dass eine Bestellung, die am Samstag elektronisch angekündigt wurde, morgen bei mir ankommt. Aber eins, was am Freitag angekündigt wurde, immer noch nicht. Hat sich noch nichts getan. Ich wollte eine rauchen gehen und nicht das, was du denkst, du Ferkel. Ja. Das mit der Post geht mir aktuell echt offen. Pipi, Mann. Sorry. Du wolltest. Kau mir die Tatze. Ne! Niemals! Du bist so unflausch. Du bist viel zu unflausch. Ich bin voll flausch. Ja, ich bin unflausch, wenn das mit der Post nicht langsamer irgendwie von dann geht. Das macht mich unflausch. Lock, rauchen, rauchen, bekommt ein Schokomoppel und geht ins Nest. Herrlich.
rauchen, bekommt einen Schokomobber. So, noch mal kurz aus der Schleife rausnehmen und jetzt wieder drin. Shadow, ich glaube, wir sollen heute keinen Killer machen. Ich glaube, du solltest doch lieber Single sein, dass dann mehr los im Chat. Ach, das ist mir doch egal. Wenn dann nichts, wenn halt weniger los ist, dann ist das halt so. Muss ich weniger quatschen. So ganz böse ausgedrückt. Shadow, lebst du noch? Ja. Ich glaube, das wird nichts mehr mit Killer heute. Ein bisschen Geduld noch. Guck noch ja sowieso noch ein bisschen. Ein paar Videos noch nebenbei. Du sollst keine Videos gucken. Mit Müsli im Mund niesen. So entsteht Raufasertapete. Alter. Uff, aber recht hast du. Ja, was denn? Wenn sie damit nicht klarkommen, dann sollen sie hier wegbleiben. Mein Gott. Das ist ja keine Single-Börse, wie es so manchmal immer so gerne hingestellt wird. Nein, es ist keine Single-Börse.
Dachte, Twitch ist ein Datingportal. Nein, ist es nicht. Verdammt, was ist das denn jetzt wieder her? Shadow. Kein Wunder, dass hier keiner Matches hatte. ihr wisst doch noch, das hat meine Mutter mir gerade geschickt. Ihr kennt ja noch das Jahresabo oder beziehungsweise wo damals Disney Plus anfing, wo du im Jahr, ich glaube, 60 Euro gezahlt hast. Dann gab es ja die Preiserhöhung auf 89 Euro. Irgendwie 89,90 Euro. Jetzt hat meine Mutter mir gerade ein Bild geschickt, wo die nächste Gebühr 139,90 Euro beträgt. Alter. Ah, das ist echt. Hier ist Shadow, das wird nix. Ey, da sind wir ja alt und grau bis. Da habe ich meine ganzen Bücher gelesen, bis wir mal hier eine Killerrunde finden. Shadow. Dabei sind noch keine 15 Minuten um. Ich will jetzt aber auch keine 15 Minuten warten, bis wir hier mal eine Killerrunde kriegen. Da bin ich ja schon alt und grau. Schatzi, Klappe. Wie du sagst jetzt was. Du weißt, ich wollte nichts sagen, du weißt ja, das alte Leck mich am Ärmel. Ich habe gerade was auf TikTok gefunden, was echt Böses. In Bezug, ich werde jetzt böse sein. Ich habe letzte Nacht von den Grünen geträumt. Habeck hat meine Heizung mitgenommen, die Dicke, mein Kühlschrank und was der Sprachfehler wollte, habe ich nicht verstanden. Was ist das Böse?
So böse. So uffa, so böse. Alter, wie kommt man auf sowas? Der ist so böse, ey. Der ist so böse. Das, wie lange suchen wir schon? Wie lange suchen wir schon? Wisst ihr das? 10 Minuten? 16, 17 Minuten. Oh. Da 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 da. Oh Gott. Shadow hat jetzt auch nochmal neu gesucht. Wassermaus. Shadow, wir sollen trinken. Danke. Danke, Schatzi. Joink. Oh, ich glaube, ich krieg Fieber. Ist auf einmal so eklig warm und ich schwitze und. Senka hat mich angesteckt. Senka hat mich angesteckt. Der blöde Piss. Na? You and me, didi, 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 didi.
Alter. Ach nee, beim Funko Pop Wichteln mach ich nicht mit. Oh, hier Shadow. Komm mal bitte wechseln, ich werd sonst irre. Shadow? Ja, das bringt nichts, das ist echt. Ach, Spiel, komm schon. Hallo, Spiel. Danke. Kurz weg. Okay, dann spiele ich mal eine Runde alleine. Mir nimmt die Aufgabe. Ich wollte gerade sagen, jetzt finde ich keine Runde mehr, oder was? Oh mein Gott! Da 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 da. Hörst du, ich bin auf der Couch. Alles klar, hinterher, taps. Taps, taps, taps.
Okay, die gehen schon. Alles klar. Ist okay. Ist schon okay. Ja, natürlich. Entschuldigung. Ja, ich bin jetzt sowas von am Arsch. Au. Das nennt man regelrecht rausgetunnelt. Habe ich jetzt überhaupt irgendwie jetzt... Ja, wow. Ich hoffe an meinem... Was? Achso, du bist eine Sau. Obwohl ich jetzt mal, glaube ich, in den normalen Modus wechsle... um jetzt eventuell noch meine Überlebendenklasse zu erhöhen, denn morgen ist morgen ist ja 13. Dann wird ja die Überlebendenklasse wieder zurückgesetzt und pipapo und tralala. Und deswegen spiele ich jetzt ein paar Runden so. Katze oder Maus? Ich habe gerade so ein dezentes Déjà-vu, dann eben nicht. Bäh. Katze, Maus? Little Maus? Sorry. Ja, wie gesagt, ich spiele jetzt mal ein paar normale Runden. Ne, doch, Ärchen Flaus. Für den eben nicht. Dann pü doch. Ach, scheiße, ich hab's. Jo, 3 Taschenlampen. Pü, dann pü weiter rum, du pü. Oha. Siehst du, ich brauche auch noch ein Pichu mit. Was die Zunge rausstreckt, siehst du?
Du bist kein Engelchen, du bist ein Bengelchen, aber kein Engelchen. Was ist ein Oni? Wenn du sagst, ja, ich weiß es sogar. Ich weiß es sogar. Bin ich jetzt ein Engel und ganz lieb, als ob. Als ob du das kannst. Gut ausgespürt. Aua. Warte es ab und überzeug dich selbst. Oh, ne. Was ist das denn, Mac?
You and me. Da 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 da. Der wird niemand in dem Tod drin haben. Ja, nee. Heb doch mal die Mac auf, du Spatzt. Ey, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, danke, Schatz. Entschuldigung, aber der lässt die Mac da liegen und weiß ich nicht. Ist mir persönlich viel zu hoch gerade. Okay, da ist sie. Nee, ist Quatsch. Nimm doch mal die Mac. Bitte sei ein Deutscher, bitte. Entschuldige, Gizmo, ich wollte dich nicht wecken. Sorry. Sorry. Okay.
Die Mac lässt da 50.000 mal liegen. Aber wir... Oh, alter Legende. Das reicht nicht. Das reicht wieder nicht. Mensch, Mac, jetzt mach dieses bekloppte scheiß Tor auf, ey. Mensch. Dann gehe ich halt drauf, dann ist es halt so. Aber ich weiß nicht, was die Mac da getan hat. Ich habe keine Ahnung, was für ihr für Problem sie eigentlich hat. Gut, damit habe ich das reicht mir. So, ihr Lieben, ich beende jetzt hier den Stream. Ich habe die Nase voll. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch mit dabei wart. Auch an Shadow, der jetzt gerade nicht da ist. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wir sehen uns aller spätestens am Freitag wieder. Vielleicht auch vorher, je nachdem. Wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche und hoffentlich auch stressfreie Woche. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Erholt euch gut. Und dann bis, wie gesagt, allerspätestens Freitag. Bye bye, ihr Lieben.